Leute, der Film der Woche, würde ich mal sagen, ist Mindhunters. Ist ein älterer Film, vielleicht kennt ihr den auch schon. Wenn nicht, guckt euch den an. Das geht da so ein bisschen drum, es ist so ein bisschen thrillermäßig aufgebaut, auch ein bisschen psychomäßig aufgebaut. Das sind so Profiler oder die Profiler werden möchten. Die werden auf eine einsame Insel von ihren Ausbildern gelassen und sollen ein künstlich konstruierten Fall lösen, nämlich den Puppenspieler quasi überführen. Das Problem ist nur, da läuft ein wirklicher Mörder rum und der tötet nach und nach die kleine Gruppe. Und es kommt raus, dass es wahrscheinlich einer aus der Gruppe ist, man weiß bloß nicht welcher. Also sehr, sehr spannend und gut aufgebaut. Ich glaube, der zählt zu meinen Lieblingsfilmen dazu. Und wenn ihr partout nicht wisst, was ihr gucken wollt und ihr ein Streaming-Angebot habt oder die DVD im Schrank stehen habt, dann möchte ich euch empfehlen, schaut diesen Film. Der ist echt toll aufgebaut. Das quasi, das erste ist der Vorspann, der zweite ist eine Simulation quasi. Da denkt man am Anfang, okay, die sind in so einem Fall drin, das sind Ermittler, aber da kommt heraus, dass die eigentlich quasi einen künstlichen Fall haben, den sie ermitteln müssen. Das sind alles Puppen, die Leute sind schon lange tot. So, dann erstellen sie Profile, weil sie in der Bar sitzen und meinen, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, die unterstellen irgendwelchen Leuten das und das. Zum Beispiel, da steht ein gut aussehender Blonder und dann muss der eine herangehende Profiler ein Profil von denen erstellen und denkt sich so, dass der hier auch schöne Blondinen steht, die große Brüste haben. In Wirklichkeit ist er schwul. Der andere, der sagt, hier, das steht eine hübsche Frau an der Bar, die mache ich in 2 Minuten klar. Dann sagt der andere, nee, das schaffe ich in kürzerer Zeit. Und dann machen sie eine Wette, die wetten immer die beiden. Und dann geht er hin und macht die klar. Und währenddessen, der bei der Frau steht, sagt der andere am Tisch, ja, ist eine Bekannte von mir, ich habe ihr gesagt, sie soll sich auf das Spiel einlassen, um den Typen zu verarschen. Also echt gut gemacht. Da ist auch viel Humor drin in den Filmen. Und ja, auch große Namen, die heute große Darsteller sind. Val Kilmer müsstet ihr noch kennen, der ist heute schon richtig alt. Christian Slater, Johnny Lee Miller, L.A. Cool J, Catherine Morris. Also jede Sekunde zählt, Mindhunters. Also der Bösewicht, der stellt da quasi immer Fallen und im Vorfeld kriegst du immer eine Uhr zugeschanzt, auf der dann quasi steht, wann einer stirbt. Du weißt bloß nicht, welcher und wie die sterben. Und dann versuchen die das halt zu verhindern und versuchen das zu ermitteln, wer das denn ist. Und dann verdächtigen sie sich immer alle 5 Minuten gegenseitig. Mal ist der dran, mal ist der dran, weil der ein Motiv hat, weil der ein Motiv hat. Und naja, es ist sehr spannend und gut gemacht. Also der Film ist sehr unterhaltsam. Und wenn ihr auf diese Art Filme steht, dann kann ich euch nur den Filmtipp geben, Mindhunters. Für dieses Wochenende irgendwann kauft euch den. Wenn eure Freundin Thriller mag und das spannend mag, dann guckt den zu zweit. Also einer meiner Lieblingsfilme, auf jeden Fall. Echt gut gemacht.